Die Leidenschaft fürs Laufen, ein zweischneidiges Schwert, also wie schon angedeutet. Aber wir kennen das ja auch. Ich bin ja Psychologe und auch Wissenschaftler und habe mich natürlich mit dem Leidenschaftskonstrukt auseinandergesetzt. Und wir kennen das auch, dass Leidenschaft zwei Seiten hat, so wie Perfektionismus zwei Seiten hat. Es gibt sowas wie eine harmonische Leidenschaft und sowas wie eine zwanghafte Leidenschaft, wenn man das Konstrukt sich näher anschaut. Und ich kann eindeutig sagen, dass in den Jahren zwischen 1983 und 1991 ich eine zwanghafte Leidenschaft entwickelt habe zum Laufen, das mich dann im Endeffekt eher gebrochen hat, als dass es mich hätte wachsen lassen. Seit 2,5 Jahren herrscht in mir eine unglaublich harmonische Leidenschaft fürs Laufen vor. Und ich habe nicht vor, das in Zukunft zu ändern.